Künstliche Intelligenz oder kurz KI und Programmierung sind zwei Themen, die wirklich eng miteinander verheiratet sind. Viele gehen sogar so weit und gehen davon aus, dass wir Programmierer bald alle arbeitslos sind, weil uns die KI die Jobs klauen wird. Meiner Erfahrung nach ist es noch nicht ganz so weit. Denn es gibt schon noch Stellen, wo man selbst über den Code drüber schauen muss. Man ist aber wesentlich schneller in der Code-Erstellung, wenn man sich KI zunutze macht. Welche Möglichkeiten du da genau hast, wie ich persönlich damit arbeite und was meine persönliche favorisierte Lösung ist für den aktuellen Moment, erkläre ich dir alles im heutigen Video. Aus meiner Sicht gibt es drei verschiedene Level, wie man gut mit KI arbeiten kann, wenn man eben selbst als Coder unterwegs ist. Stufe 1 ist, du hast deine IDE, in der du deinen Code schreibst. Bei mir ist es aktuell schon seit einiger Zeit Visual Studio Code, mit dem ich wirklich, wirklich zufrieden bin. Und dann willst du dir logischerweise an einigen Stellen irgendwie Hilfe holen. Wir haben hier zum Beispiel eine Functions.php für eine WordPress-Installation. Die ist wirklich umfangreich. Man sieht es hier, das sind quasi alles Funktionen, die alle in die gleiche Datei reingeknallt worden sind, was nicht ganz so ideal ist. Das Projekt ist historisch gewachsen. Was soll ich dazu sagen? Und jetzt habe ich mir überlegt, hey, in der Zukunft wäre es doch viel einfacher von der Wartbarkeit her und allgemein viel besserer programmatischer Stil, wenn wir das Ganze mal in verschiedene Dateien aufteilen würden. Die Stufe 1, wenn du bisher noch gar nicht mit KI gearbeitet hast, so als erster Berührungspunkt ist für die meisten, sie nehmen sich ihren Code und copy-pasten ihn quasi mal rüber in den Browser, zum Beispiel eben in ChatGPT rein. Und dann kann es so einfach gehen, dass man sagt, hey, was ist denn die beste Vorgehensweise, um jetzt meine Datei einmal aufzuspalten, denn wir haben hier ganz viele eigene Gutenberg-Blöcke für WordPress geschrieben und wie können wir das vernünftig aufteilen? Dann rotzt man tatsächlich die Functions-Datei einfach hier rein. An dieser Stelle muss ich mal kurz eine Warnung bringen. Denn viele unterschätzen tatsächlich die Gefahr, die es da durchaus auch gibt. Du musst bedenken, alles, was du an ChatGPT schickst, ist mehr oder minder öffentlich im Anschluss. Es ist mindestens so, dass die Mitarbeiter von OpenAI später auf die Sachen zugreifen können, da mal drüber lesen können, was du geschrieben hast. Und im schlimmsten Fall ist es so, dass das Ganze irgendwie auch mal in die Welt hinaus posaunt wird und quasi jeder andere drüber schauen kann. Der größte Hack, den wir im letzten Jahr gesehen haben, als es sogar so weit war, dass Flughäfen nicht mehr funktioniert haben, ist letzten Endes dadurch zustande gekommen, dass Microsoft irgendwelche internen Code-Tests mal versehentlich öffentlich gemacht hat. Und mehr oder weniger dasselbe könnte dir auch passieren. Das heißt, pass bitte darauf auf, was du in deine KI reinpostest. Wir sehen jetzt hier auch schon einen der Nachteile bei ChatGPT. Das Ganze sieht unfassbar unübersichtlich aus. Wir können hier zwei Tage lang scrollen. Ich meine, es ist natürlich auch ein langes File. Mittlerweile ist es aber möglich, dass man das einfach reinpostet. Und dann kriegt man irgendwann, wenn man mal fertig ist mit dem ganzen Gescrolle, eine Antwort. Die Antwort ist grundsätzlich natürlich ein Stück weit generisch. Man kriegt erstmal die allgemeine Info, wie das Ganze funktionieren würde, wie man diese Datei in sinnvolle Sinnabschnitte aufteilt. Das ist alles sehr gut. Gerade wenn du lernst, gibt es keinen schnelleren Weg, um durchzusteigen im Thema Coding, im Thema Programmierung. Da würde ich dir wirklich dazu raten, die Hörner abzustoßen und dich sofort reinzuspringen quasi in dieses Thema. Denn ChatGPT ist einer der besten Lehrer. Der hat unendliche Geduld. Du kannst unendliche Nachfragen stellen und du kriegst es schneller hin, mal überhaupt irgendwas hinzucoden, als wenn du versuchst, das ohne KI-Unterstützung zu lernen. Aber auch für uns erfahrene Entwickler ist es so, dass man jetzt wirklich schneller zum Ziel kommen kann, wenn man das Ganze nutzt. Man stellt dann eben eine Nachfrage und sagt, okay, wir haben jetzt einen konkreten Fall, für den möchte ich, dass du für mich mal dafür sorgst, dass das Ganze jetzt in eine eigene Datei ausgelagert wird. Und dann sagt er uns, okay, wir müssten jetzt hier diesen Ordner erstellen, dann müssten wir diese Datei erstellen und die sieht dann so in etwa aus. Das Ganze ist eine einigermaßen vernünftige Vorgehensweise. Was wir hier aber immer wieder sehen, ist dieses Logic for Handling irgendwas. Das heißt, du kriegst hier nicht irgendwelchen fertigen Code, den du dir kopieren kannst, einfügen kannst und go. Du musst hier immer wieder selbst mitdenken, denn ChatGPT packt dir deinen Code hier nicht rein. Es hängt größtenteils damit zusammen, dass ChatGPT hier Kosten sparen will, denn je mehr Code erzeugt wird oder je mehr Text erzeugt wird auf Seiten von ChatGPT, desto mehr Rechnerleistung ist auf deren Seite notwendig und das heißt, ihre Marge, ihr Gewinn sinkt quasi die ganze Zeit. Deswegen findest du häufig eben diese Abkürzungen, die jetzt dafür sorgen, dass du noch viel zu tun hast. Insgesamt ist es keine coole Vorgehensweise, insbesondere dann, wenn du eine Datei hast, die etwas komplexer ist und du häufiger mal hin und her mit ChatGPT diskutieren musst. Denn meiner Erfahrung nach ist es so, dass ChatGPT in der fünften Nachfrage
die Hälfte des Codes vergessen hat, die du ursprünglich reingeschoben hast. Als Mensch ist das immer nicht so ganz nachvollziehbar, weil man denkt sich doch, ey, wir haben doch gesagt, wir haben diese Anforderungen, die haben wir schon alle durch. Wir haben da gemeinsam beschlossen, das ist jetzt alles abgehakt. Ich habe jetzt den fünften oder sechsten Punkt hinzugefügt. Warum hast du vergessen, was wir vorher gemeinsam beschlossen haben? Und du redest nicht mit einem Menschen, der hat kein Gehirn in dem Sinne, sondern der gibt dir immer nur die wahrscheinlichsten Zeichen aus, die du jetzt erwartest. Und dann vergisst er vielleicht sogar schon mal den Kontext des Gesprächs selbst. Das heißt, das ist wirklich ein Problem, da musst du drauf achten. Und das ist auch der Hauptgrund, warum nach wie vor immer wieder Menschen über den Code schauen müssen, bevor der in die Produktion gehen kann. Der größte Nachteil an Stufe 1 ist, dass du die ganze Zeit springen musst zwischen deiner IDE, zwischen Visual Studio Code und eben dem Browser, in dem du die Integration von deiner KI hast. Stufe 2 aus meiner Sicht ist, dass du auf eine bessere Lösung setzt und da gibt es den GitHub Copilot. Der ist irgendwie vom Potenzial her das System, das am besten funktionieren sollte. Du kannst dir die gleiche Frage stellen, die wir bei ChatGPT gestellt haben. Das Schöne ist, der hat automatisch den Kontext. Ich muss ihm jetzt nicht sagen, hey, das ist übrigens der Code von der Functions.php. Beziehungsweise er kann sogar auf deinen gesamten Workspace zugreifen. Was natürlich heißt, dass er jetzt auch die anderen Funktionen, die anderen Dateien, die irgendwo anders in deinem Workspace erstellt worden sind, er als Kontext noch mit dazu bekommt. Das ist unfassbar viel wert. Das spart dir unfassbar viel Zeit und sorgt auch dafür, dass diese Dialoge grundsätzlich wesentlich übersichtlicher sind. Du musst jetzt hier nicht deinen Code reinspammen, du musst nicht sagen, hey, dieses andere File gibt es übrigens auch noch, es weiß ja alles schon. Entsprechend kriegst du grundsätzlich erstmal die gleiche Antwort. Es ist in dem Fall das gleiche Modell gewesen, das sehen wir hier unten. Du kannst mittlerweile die Modelle im GitHub Copilot auswählen. Das war lange Zeit nicht so und auch ein Riesenproblem aus meiner Sicht. Mit dem O1 Preview kriegst du im Normalfall bessere Ergebnisse. Es ist nur so ein Stück weit nervig, weil es langsamer ist. Und häufig ist es im Coding so, dass du 90% schon weißt, was du machen willst. Du hast den Algorithmus im Kopf schon verstanden, was die Funktion machen soll am Ende. Nur wie es gemacht wird, ist die Arbeit letzten Endes. Und da kann dir eben ChatGPT oder irgendeine KI immer super weiterhelfen. Du kriegst dann hier quasi die gleiche Rückmeldung. Und das Schöne ist, ja, wir sehen hier eigentlich keinen Unterschied. Im weitesten Sinne ist ja auch klar, ist das gleiche Modell. Wenn du dann auch wieder sagst, bitte übernimm das für den Appointment-Slot, ist es etwas besser als zuvor. Er weiß jetzt, wie die Funktion heißt, er weiß jetzt, wie das Theme heißt, beziehungsweise in dem Fall, er sagt immer noch Theme, aber er weiß schon mal, welche Ordner es vielleicht auch schon im Theme drin gibt und dann fängt er an, das Ganze umzusetzen. Er hat jetzt hier die etwas, naja, ich sag mal oberflächlichere Lösung gewählt und hat sich nur die Funktion geschnappt, die in der Functions erklärt worden ist, die erklärt worden ist und hat die in eine eigene Datei ausgelagert. Wir sehen hier wieder das gleiche Problem wie zuvor. Ja, der Rest des Codes, um jetzt irgendwas zu machen. Was hier ansonsten noch besser ist, du kannst das Ganze kopieren und einfügen, ohne das Programm zu wechseln. Das ist schon mal bequem. Und du kannst es auch einfügen lassen. Also du kannst sagen, da wo dein Cursor ist, möchtest du es einfach eingefügt haben. Das geht auch mit einem Shortcut, mit Command-Enter bzw. Control-Enter auf dem Mac. Oder eben du kannst auch sagen, dass das im Editor angewendet werden soll. Dann geht die KI über deinen Code, überlegt, an welcher Stelle das gut passen würde und fügt es dann für dich ein. Das kann, je nach der Datei, mit der du arbeitest, durchaus auch mal länger dauern. Oder es kann auch failen, wie wir es jetzt hier gerade sehen. Das ist alles möglich. Vorhin hat es bei mir sehr gut funktioniert. Es war an einer sinnvollen Stelle im Code drin. Was dann wieder nicht ging, ist, dass du einfach sagst, annehmen oder ablehnen mit einem Shortcut. Du musst es dann mit der Maus klicken. Und immer dieser Switch zwischen Maus und Tastatur, wenn du erfahrener Entwickler bist, ist ein Stück weit nervig, denn du möchtest eigentlich super viel nach Möglichkeit mit der Tastatur machen. Deswegen ist diese Stufe aus meiner Sicht irgendwie so, naja, auf der einen Seite hat die Vorteile gegenüber dem traditionellen Weg, mit ChatGPT immer hin und her zu springen zwischen den Programmen. Auf der anderen Seite finde ich die ganz schön frustrierend, um ehrlich zu sein. Und an dieser Stelle ist jetzt endlich was gekommen, wo sich jemand das angeguckt hat und gesagt hat, ey, das Potenzial ist doch alles da. Warum kriegen wir das nicht besser hin? Und daraus ist Stufe 3 gekommen. Und das ist quasi meine Empfehlung, wie du schneller mit KI programmieren kannst. Und zwar gibt es einen Fork von VS Code. Wir sehen es jetzt auch hier direkt. Das sieht effektiv genauso aus wie zuvor. Ja, die Schrift glüht hier ein bisschen. Das ist aber ein Effekt von dem Theme, das ich installiert habe. Das funktioniert ironischerweise gerade im VS Code nicht, dieser Glow-Effekt. Und im Cursor funktioniert es. Ansonsten ist es das gleiche Programm, denn es ist, wie gesagt, ein Fork von VS Code. Das Programm heißt Cursor. Man hat sich bei Cursor gesagt,
Wir nehmen jetzt alles, was unseren VS Code gefällt und offensichtlich gibt es da viele, viele gute Punkte und packen dann aber die KI-Integration als zentralen Bestandteil der Software mit rein. Aus meiner Sicht ist es wirklich, wirklich gut gelungen. Optisch merkt man es hauptsächlich daran, dass jetzt der ganze Chat, die ganze KI-Integration hier ihren eigenen Abschnitt auf der rechten Seite hat, während es bei VS Code so war, dass es auf der linken Seite war. Für mich auch ein bisschen nervig, denn ich möchte den Region Viewer eigentlich immer nur so breit haben ungefähr, ja, oder meine geöffneten Dateien oder sowas, was man eben so links offen hat im VS Code. Und dann, wenn ich hier auf den Chat wechsle, möchte ich eigentlich, dass der größer ist. Ich bin mir sicher, dass das irgendwie geht. Aber mich hat es jedes Mal genervt, hier auf dieser Breite zu chatten und das jedes Mal zu bewegen, war mir auch zu blöd. All diese Probleme habe ich nicht im Cursor, denn der hat links die Sachen, die wir alle gekannt haben von vorher und rechts hat er sich gesagt, nee, da ist jetzt mein eigener Abschnitt nur für den Chat, weil er so wichtig ist, dass er seinen eigenen Abschnitt verdient. Den kannst du natürlich auch wieder zumachen, super easy, oder wieder aufmachen mit Command L, ja? Du hast dann die Möglichkeit, hier deine ganzen Chats durchzusehen und dann hatten wir hier eben auch den gleichen Chat, den wir vorhin hatten. Du kannst hier ebenfalls wie bei VS Code das Modell auswählen, hast allerdings bei Cursor wesentlich mehr Auswahl und du hast den Zugriff auf Claude. Falls du bisher noch nicht mit Claude gearbeitet hast, aus meiner Sicht ist Claude für Programmieraufgaben noch ein ganzes Stück weit besser als ChatGPT. Es ist bei uns jetzt so, wir sind Webdesigner, Webentwickler, wir machen ganz viel mit WordPress. Und momentan kommt es häufiger vor, dass wir sagen, wir möchten eigene Blöcke für den Gutenberg-Blog-Editor in WordPress schreiben lassen. Und der Ansatz, den Claude verfolgt, ist fast immer besser gewesen, als der Ansatz, den ChatGPT verfolgt hat. Und wenn wir dann Folgefragen hatten und gesagt haben, wir brauchen noch diese und jene Funktionalität, ich zeige dir gleich nochmal Beispiele, war Claude auch immer wesentlich fitter und wir sind schneller zum Ziel gekommen. Deswegen, das ist schon mal ein großer Unterschiedmacher, wenn du noch nicht damit gearbeitet hast, probier mal Claude aus. Ist aus meiner Sicht besser als ChatGPT und genauso schnell wie das 4o-Modell, nicht das Preview-Modell, das dann zwar intelligenter ist, aber eben langsamer. Du kriegst die gleiche Antwort, größtenteils. Ja, wir haben hier keinen riesigen Unterschied. Jetzt geht es so ein bisschen los. Wir sehen jetzt, der fängt an, das Ganze mit Klassen zu machen. Das ist komplizierter, aber wesentlich sauberer. Das ist aus der Was-ist-die-Best-Practice-Sicht, ja, aus dieser Perspektive sind wir hier ganz klar weiter vorne als das, was wir von ChatGPT zurückbekommen haben. Wir kriegen dann auch nicht hier Rest von einem Code kommt da rein, sondern wir kriegen hier den kompletten Code. Und das ist fast immer so. Oder es ist wirklich an einer sinnvollen Stelle abgegrenzt, wo du auch wirklich verstehst, wo dein Code reinkommt. Dann gibt es nochmal ein Beispiel für einen konkreten Block. Der war auch schon gut. Ironischerweise war es auch schon der Appointment Slots Block, den ich ja auslagern wollte. Und wenn ich jetzt eben nachfrage, nachdem er mir hier wirklich alle Bestandteile geliefert hat, hey, bitte übernimm das für die Appointment-Slots-Logik, kriege ich hier auch wirklich den kompletten Block. Mit allen Sachen, die hier links stehen, die tauchen hier rechts wieder auf, bis auf die erste Zeile, das war die Load-Theme-Text-Domain. Die hat hier gefehlt. Und jetzt können wir mal live probieren, ob das Ganze gut funktioniert. Ich habe ansonsten abgeglichen, alles was hier steht, ist hier links auch am Start, was schon mal sehr erfolgreich ist. Und was ebenfalls toll ist, es hat hier auch schon ein Refactoring stattgefunden. Man hat nochmal weitere Sachen in eigene Blöcke ausgelagert, beziehungsweise in eigene Funktionen ausgelagert, um den Code nochmal einfacher wartbar zu machen. Am Ende funktioniert das Ganze immer noch. Das ist wirklich, wirklich sehr beeindruckend. Wenn ich jetzt das Ganze, nachdem ich das mal durchgezogen habe, ja, wir sehen hier auch, und in der Functions.php passiert quasi das, sobald ich hier durch bin und es für mich reviewed habe, könnte ich hier auch wieder sagen, ich kopiere mir die Zeilencode und ich füge die ein. Es geht immer sehr zuverlässig und sehr schnell. Was aber auch super funktioniert, ist diese Apply-Funktion. Diese Apply-Funktion im Cursor braucht natürlich auch wieder, abhängig von der Größe der Datei, mal länger, mal weniger lang. Manchmal fehlt sie auch, um ehrlich zu sein. In den meisten Fällen funktioniert es aber ganz gut. Dann siehst du hier, es gibt jetzt die Möglichkeit zu accepten oder zu rejecten, auch mit einem Tastatur-Shortcut. Wie gesagt, das ist immer der schnellere Weg. Oder was du auch machen kannst, du siehst hier die einzelnen Änderungen, die vorgenommen worden sind, auch mit dieser relativ typischen Versionierungsansicht. Das würde rausgelöscht werden, weil es rot hinterlegt ist. Das würde neu reinkommen, weil es grün hinterlegt ist. Und dann kannst du hier entsprechend Command Y für Ja oder Command N für Nein, um so die einzelnen Änderungen durchzugehen. Und das reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt irgendwelche Fehler in deinem Code mit reinholst, um ein
Großteil. Ja, du kannst jetzt wirklich ganz explizit sagen, ja, dieser Teil ist gut, den möchte ich eingefügt haben, dieser andere Teil ist nicht gut. Das hat bisher bei mir durch die Bank weg wirklich hervorragend funktioniert. Du kriegst im Cursor auch immer die Möglichkeit, nochmal Nachfragen zu stellen und du kannst auch immer wieder den Kontext hier nochmal spezifizieren. Das Ganze funktioniert wirklich wie eine 1, insbesondere dann, wenn du halbfertige Projekte hast und bei denen eine Anpassung vornehmen willst. Dazu schauen wir uns jetzt mal kurz noch ein anderes Projekt an, damit du auch mal ein bisschen konkretes Beispiel bekommst und nicht nur in der Theorie von mir alles vermittelt bekommst. Und zwar haben wir hier eine Datei. Das ist jetzt sehr, sehr einfach logischerweise, denn es handelt sich um CSS, da wird nichts programmiert. Das ist ja nur eine Styling-Sprache. Wir haben jetzt hier diese ganzen Abschnitte, die alle anfangen mit Impulszeit Coaching Block Picture Underscore Text und dann kommen die anderen Sachen. Wir können uns jetzt diesen Abschnitt nehmen, machen Command-Shift-L und dann schnappt er sich diesen Codeblock, den wir eben hatten, also genau diese Zeilen und du kannst jetzt sagen, refactor and change this to SCSS. Ich chatte fast immer lieber auf Englisch mit der KI. Ich behaupte, dass die Ergebnisse dann meistens ein bisschen besser sind. Ist natürlich nicht immer hundertprozentig so. Er gibt uns jetzt die gesamte Datei nochmal auf, was wir offen gestanden in dem Fall genau nicht gebraucht hätten. Oder er packt hier zumindest nochmal die Variablen oben dazu. Ach ja, das waren bisher keine Variablen, die Font-Family zum Beispiel oder eben die Font-Size-Space und die anderen Sachen. Jetzt kriegen wir hier das fertige Ergebnis. Wir sehen auch, er hat jetzt das A-Element eingerückt zum Beispiel hier und so weiter und so fort. Ich sage Apply und das gleiche, was wir vorhin gesehen haben, er erstellt jetzt quasi den Code für uns. Ja, hier oben sehen wir das Generating und anschließend, wenn wir damit durch sind oder wenn er damit durch ist vielmehr, können wir das einfach übernehmen mit einem Shortcut oder eben nicht. Also wir können jetzt sagen, okay, wir möchten uns das anschauen. Das ist alles neu, das ist grün, das fliegt rein. Ja, das hat er jetzt ans Ende der Datei gesetzt. Kann man sich darüber streiten, ob das so sinnvoll ist. Und was natürlich rausfällt, sind jetzt einige Sachen, die er hier oben gesehen hat. Die hatten wir gar nicht angefragt. Die sind ironischerweise falsch. Denn in diesem Fall geht es um ein Anführungszeichen, das wir bei einem Testimonial Slider haben wollen. Und die Anführungszeichen sollen eben nicht rausfliegen. Das heißt, ich könnte hier sagen, nein, diese Änderungen möchte ich nicht haben. Und dann kann ich jetzt den restlichen Code anschauen. Das sehen wir hier links relativ gut. Wo sind die Änderungen passiert? Über diesen kleinen Marker. Und die sind jetzt da unten passiert zum Beispiel. Und ich könnte mir die alle reinholen. Logischerweise sollte dieser Teil ansonsten rausgeflogen sein. Das hätte gelöscht werden müssen. Das hat er jetzt vergessen. Das ist offen gestanden ein bisschen schwach. Und auch mit eines der schlechtesten Ergebnisse, das ich bisher gesehen habe im Cursor. Ich kann dir aber nochmal ein paar von meinen vergangenen Chats zeigen. Gerade auch in diesem Projekt, damit du mal so ein bisschen siehst, wie das üblicherweise abgelaufen ist. Einerseits haben wir hier ein kleines Beispiel, bei dem wir einfach nur Nicht-Admins in WordPress davon abhalten wollten, dass sie in den Admin-Bereich kommen. Es ist also super easy. Man stellt die Funktion oder man stellt die Anfrage, hey, für die Functions, ich möchte diese Funktion neu haben. Dann sagt er uns, ja, du baust hier diese Region ein. Was dabei nett ist, dieses Region-Format, ich bin riesiger Fan davon, weil es quasi mein Inhaltsverzeichnis für diesen Region-Viewer hier baut, hat er mit übernommen, obwohl ich das nicht explizit angefragt habe. Das ist eine der Stärken von Claude. Er schaut sich wirklich an, wie ist dein Code aufgebaut und er übernimmt es. Das heißt, er baut eben auch die Regions für dich mit ein. Wenn du Fan des Region Viewers bist, wir haben ein Video auf diesem Kanal, in dem wir dieses Plugin eben auch vorgestellt haben. Gib dir das mal unbedingt. Aus meiner Sicht ist das eins der coolsten Plugins für VS Code. Und dann kriegst du hier diese kleine und schnelle Antwort. Hier haben wir jetzt noch ein etwas umfangreicheres Beispiel. Bei dem ging es darum, dass wir einen Block, der auch wieder auf JavaScript basiert hat, zwar für den Gutenberg-Editor in WordPress, aus einer Datei, in der wir alle Blöcke reingeklatscht hatten, das gleiche Problem, das wir vorhin im PHP-Teil unseres Code hatten, in eine eigene Datei umgelagert haben. Dabei ist es passiert, dass ein Teil der Funktionalität leider verloren gegangen ist, denn wie gesagt, nicht jedes Ergebnis mit der KI ist perfekt. Dann habe ich dem aber auch gesagt, hey, vergleich mal bitte meine aktuelle Version von dem Download-Block, die ich jetzt eben habe, den wir gerefactored haben mit dem alten Projekt, um eben dafür zu sorgen, dass beide wieder die gleichen Funktionalitäten haben. Und dann hat er mit dem Format, das wir jetzt im neuen Projekt hatten, mit den Self-Executing Function Wrappern, die ich vorher auch nicht wirklich benutzt habe, dafür gesorgt, dass wir die gleiche Funktionalität bekommen, die wir vorher auch hatten. Was ebenfalls noch nice ist, so ganz allgemein an Claude, er kann dir dann immer wieder sagen, das ist die gleiche Datei, diese NXT-Download in dem Fall. Und von der gibt es verschiedene Versionen. Du hast dann auch die Möglichkeit, die Versionen gegeneinander zu vergleichen, um eben zu schauen, dass du nicht irgendwo versehentlich mal was rausgelöscht hast von Version 5 auf Version 10 oder sowas. Das heißt, mit Claude ist es üblicherweise so beim Coding,
dass du wesentlich besser einen Überblick behältst über deinen Code und dafür sorgst, dass nichts verloren geht. Was dann in der Entwicklung ebenfalls sehr gut funktioniert, wenn wir jetzt zum Beispiel hier diese ganzen Ergebnisse bekommen haben von unserem Cursor, können wir sagen, hey, wir sehen eine Error-Message und auch hier musst du nicht mehr so viel denken wie in der Vergangenheit. Du kannst ihm tatsächlich in den meisten Fällen einfach die Error-Message copy-pasten mit dem Konsolen-Output. Du kannst dann natürlich selbst auch nochmal eine Vermutung äußern, ist aber gar nicht notwendig. In vielen, vielen Fällen ist es dann so, dass die KI direkt wieder checkt, okay, woran lag das denn eigentlich? Er steckt uns dann auch wieder vor, wie wir das anders machen könnten und wir sollten hier quasi weiter vorankommen. In diesem konkreten Fall war es dann allerdings so, dass die KI Fehler gemacht hatte, denn wir hatten die Attribute bei jedem anderen Block genau nicht so registriert, wie es jetzt hier plötzlich der Fall war. Ich habe dann diese Vermutung geäußert, nochmal den Fehler aus der Konsole mitgegeben und dann im dritten Anlauf sozusagen haben wir ein neues JavaScript-File bekommen. Diesmal hat er den Media-Uploader anders eingebunden, das war vorher offenbar das Problem. Und im Anschluss hatte ich hier auch nichts mehr dazu geschrieben, was ich meistens mache. Ich vergesse ihm nochmal zu sagen, hey danke, es war gut jetzt. Denn wir wollen ja schnell wieder noch mehr Code produzieren. Und dann haben wir hier quasi die fertige Funktionalität bekommen und haben dafür gesorgt, dass auch unser ausgelagerter Download-Block, der vorher Teil einer größeren Datei war, wieder wie eine 1 funktioniert hat. Das sind also jetzt mal so ein paar konkrete Beispiele aus meinem Arbeitsalltag, wie ich mit dem Cursor gearbeitet habe. Kurz kann man eigentlich sagen, dass Cursor das ist, was der GitHub Copilot sein sollte. Es ist echt ein bisschen deprimierend, dass der GitHub Copilot theoretisch mit dem Backup von Microsoft, das ja eigentlich noch dahinter steht, wenn ich mich nicht ganz irre, viel mehr Möglichkeiten haben sollte, genau so ein wirklich benutzerfreundliches Interface zu bauen, das wir hier im Cursor sehen. Aus irgendeinem Grund hat es jetzt aber nicht ganz geklappt und Cursor hat dann gesagt, okay, wir sorgen einfach mal selber dafür, dass das funktioniert. Zuletzt ist noch die eine offene Frage, die du dir bestimmt stellst. Hey, soll ich auch mal Cursor ausprobieren? Vielleicht auch gerade dann, wenn du schon mit Visual Studio Code arbeitest. Und die Antwort ist aus meiner Sicht ja. Denn die ersten 2 Wochen bei Cursor sind komplett kostenlos. Das heißt, du kannst wirklich mal austesten, ob das Ding für dich funktioniert. Meine Erfahrung war dann, dass nach tatsächlich 2 Stunden ich schon gemerkt habe, das Teil ist wirklich super. Es ist eine erhebliche Arbeitserleichterung. Ich spare mir diesen Switch zwischen der IDE und dem Browser, ich kann alles an einer Stelle machen und es ist super nahtlos integriert. Es gibt hier quasi kein Problem mehr. Cursor kostet $20 im Monat, was erstmal sich nach einigermaßen viel anhört. In meinem konkreten Fall war es so, ich hatte das Abo von Cloud. Das hat $20 im Monat gekostet. Das habe ich gekündigt. Und ich hatte auch noch GitHub Copilot für einen 10er im Monat und das habe ich auch gekündigt. Das heißt, in meinem konkreten Fall ist es so, ich habe Geld gespart, indem ich auf den Cursor gesetzt habe, weil ich eben nicht mehr auf die anderen 2 setzen musste. Ich habe parallel dazu immer noch ein ChatGPT-Abo laufen, denn ich mache über ChatGPT diverse andere Sachen. Zum Beispiel lasse ich mir mal Texte fertig schreiben, wenn wir irgendwelche Blogs schreiben oder irgendwas in der Richtung. Ich mache damit Brainstorming für die Videos hier auf YouTube und ich lasse mir damit sogar teilweise auch Bilder generieren. Das heißt, ChatGPT aus meiner Sicht ist so flexibel, dass man es immer noch auf jeden Fall auch kaufen sollte. Das ist meine persönliche Überzeugung. Aber eben ansonsten reicht mir momentan tatsächlich Cursor als 2. KI-Produkt. Und ich habe noch ein 3., aber das hat mit dem heutigen Thema eher wenig zu tun. Falls dich das interessiert, gibst du mal kurz Bescheid und wir machen auch dazu noch ein Video. Die letzte Frage, die noch offen ist, soll ich das monatlich buchen oder vielleicht ein bisschen sparen, wenn ich auf jährlich setze? Hier ist meine One-Size-Fits-All-Antwort für jegliche Art von KI-Geschichte, dass du immer auf monatlich setzen solltest. Es gab vielleicht 1-2 Leute, die versehentlich das Gemini-Abo bei Google für 1 Jahr gekauft haben und die schauen jetzt ganz schön in die Röhre, denn in vielen Fällen, in fast allen Fällen, ist entweder Perplexity besser oder ChatGPT oder Claude. Es ist fast nie Gemini besser. Und es kann morgen auch schon wieder anders ausschauen. Es kann morgen sein, dass OpenAI das neue ChatGPT 6.0 Modell rausbringt und plötzlich benutzt niemand mehr Claude. Und dann stehst du eben da, du hast 1 Jahr im Voraus bezahlt und davon sind noch 10 Monate in der Zukunft, die du alle nicht mehr nutzen wirst. Deswegen, wie gesagt, bei jeder Art von KI ist meine Empfehlung, hol dir das Monatsabo, auch wenn es ein bisschen teurer ist. Ich hoffe, damit habe ich dir mal einen Einblick gegeben, wie du mit KI deinen Arbeitsalltag als Entwickler wesentlich beschleunigen kannst. Falls du Cursor noch nicht kanntest, hoffe ich, dass du jetzt auch ein bisschen neugierig geworden bist. Wie gesagt, wir kriegen auch nichts dafür, das zu empfehlen. Es ist nur mittlerweile so, wir haben jetzt 2 oder sogar 3 Mitarbeiter. Der eine steigt sogar von den JetBrains-Produkten auf Cursor um. Und jeder von uns ist wirklich, wirklich glücklich damit und hat schneller coole Ergebnisse produziert. Und ich wünsche dir dasselbe. Falls es so ist oder du noch Fragen hast, hinterlass einen Kommentar
Da freue ich mich drauf. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich bald mal wieder hier, wenn du noch mehr über das Thema Coding mit WordPress lernen möchtest. Mach's gut, bis dann.